Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Fortnite. Wir spielen heute eine Runde, wenn ich dumm wäre. Und da just im Moment das Spiel Deutschland gegen Mexiko in einer Viertelstunde anfängt, haben wir jetzt eine kleine WM-Challenge ausgedacht. Und zwar, wenn Tobi eine rote Karte von mir bekommt, muss er sich einen Finger abschneiden. Was ist denn das für eine Scheiß-Challenge? Alles. Ich bin auf dem Schreibtisch! Ja, Digga! Leute, der liebe Schmocki ist heute mit dabei. Schmocki, mach dich ready. Mach dich ready, Schmocki. Meine Nachbarn machen Public Viewing draußen. Ihr Tobi, beruhig dich bitte. Leute, wir werden das Ganze versuchen, mit dem Spiel ein bisschen zu koppeln. Wenn quasi im Spiel also etwas Signifikantes passiert, werden wir versuchen, diese Challenge mit irgendwie zu übertragen. Tobi, es ist noch 13 Lasso! 1:0 für die Mannschaft von Deutschland gegen Mexiko. Und das ist mit der Nummer... Tobi, wenn ich du wäre, würde ich jedes Mal, wenn ich dir die rote Karte gebe, einfach das Maul halten. Sau angenehm. Wie lang? Nee, also einfach, wenn du halt mitten im Satz bist, dass ich dann halt sagen kann, dass du unterbrichst, 5 Sekunden, 10 Sekunden kurz zum Maul halten, dann kannst du weiterreden. Mhm, Maul halten sagt man nicht, einfach Mund halten am besten. Ich bin kein Tier. So, Tobi. ich bin ein weißt Fußballer du? Mit das, einem Anzug. Das ist ein geil! Genau deswegen haben deine Eltern dich von dort ausziehen lassen. Ich kann das überhaupt nicht nutzen. Alter, Spandau, auf geht's! Schmocki, du spielst übrigens mit, ne? Echt? Ja, natürlich, Digga. Schmocki, wenn ich du wäre, würde ich nicht mitspielen. Okay, perfekt. Tobi, hä? Nein! Er hat verlassen. Neben mir sind Gegner. Wo sind die? Will die töten. Oh, hier hat er einen Step neben mir. Aber einen knockt. Ich hab auch einen knockt. Ich hab einen Faster. Alle da. Wow, war das cool. Wer ist denn dran? Du bist dran. Ich bin dran, wirklich? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt hier mit 4 Treppen nach oben bauen und einfach runterdroppen. Aber nur, wenn ich du wäre. Aber auch nur dann, also wenn er du wärst, Tommy. Ich hab keine 4 Treppen. Ich will gucken. Und das fandest du lustig, Schmocki? Ja, richtig. Das finde ich nicht lustig. Tobi, los jetzt. Ich hab's schon gemacht. Nein. Doch. Tobi, halt die Fresse, okay? Ich hab's schon gemacht. Ah, diese Ruhe, Junge. So oh, das ist schön, Digga. Ja, das ist richtig gut, Digga. Tobi, wenn ich du wäre, ja? Ja. Würde ich mir jetzt die nächsten 3-4 Gegner richtig schön für mich vorbereiten. Ne, nicht finishen? Wir hören sie auch gerade schon. Hä, warte mal, das war doch bei dir, Schmucki. Bei mir! Ja, ich meine doch, das meine ich. Ja, auf dem Dach hat 90 Schaden, wenn er mir jemand klaut, ich raste aus. Hier ist bei mir einer. Digga, ich gebe ihm einen 6er-Hit. 6! Hey, was, Digga? Warte. Digga, die beiden gegenüber sind so low. Beide. Der ist da unten. Unter dir links, die kommen gerade rüber. Ja. Beide low. Die wollen mich finishen. Der andere ist auch low. Schön, Tobi. Ja, weil ich sie ja beide schon mal abgeschossen habe. Du hast gar nichts gemacht. Halt's mal, Leute. Der hat einen 10er Pedomist. Jetzt lass mich mal, weil der knockt war. Zieh mich hoch. Zieh mich, Tobi, ich hab 45. Der ist doch hier, Mann. Lass mich doch hier erstmal töten. Wenn ich du hier, würde ich mir deine blaue Pump geben, die Autopump. Nein, ich hab keine blaue Autopump. Ich habe keine blaue Autopump. Gib mir die blaue Pump. Ich hab eine blaue normale Pump. Ja, gib mir die. Wenn ich du will, würde ich die Waffe nicht. Gib mir die Waffe zurück. Okay, perfekt. Jetzt hast du deins gewastet. Mocky darf trotzdem noch, ne? Ja, darf ich auch. Tobi, wenn ich du wäre, musst du beim nächsten Fight dich immer crouchen. Egal mit welcher Waffe. Ey, wieso auf mich? Tobi, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt erstmal schön 200 Holz hinlegen. Danke, Mann. Sau wichtig. Ich hatte nämlich nur 100. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einen Turm und die 200 Holz verschwenden dann mit dem Turm. Oh, Junge, Tobi, komm. Mach es jetzt! Das, du machst mich so ab! Da hat niemand was von. Doch, ich hab was davon, weil es mir Spaß macht. Okay, dann trinke ich hier den großen Schildi. Ich bin jetzt schon wieder so mad. Och, Junge, ist das dämlich, Alter. Ja, wenn du mir mein Holz klaust, denkst du, ich gebe dir dann eine Challenge wie, wenn ich du wäre, keine Ahnung, hüpft von 2 Metern Höhe runter oder was? Nein. Tobi, nicht vergessen, du musst crouchen beim nächsten, ne? Ja, ich weiß. Tobi? Hab ich schon im Kopf, ja? Nee. Der ist echt geil, Digga, der ist richtig geil. Tobi, wenn ich Schmocki, wenn ich einen gekillt hab, dann erst, ne? Nee, du musst direkt beim ersten die ganze Zeit crouchen im Fight. Achso, den ganzen Fight auch über. Bauen, Gegner, auch wenn du baust, im Crouchen bauen. Ich kann nicht bauen im Crouchen, weil ich da nicht hochbauen kann. Direkt vor mir, Tobi. Er fickt ihn auch noch im Crouchen, oh nein. Oh, einer ist runtergefallen. Sieht so geil aus, ich schwöre. Jetzt kann ich hoch, haha. Fight zu Ende. Ah, wir sind angeschossen, ne? Junge, ich komm grad nicht. Aber nice. Nox. So, da du mich richtig tierisch abgepiept hast. Warte. Ah, okay. Tobi? Tobi, du bist. Ja, ich bin dran, ja.
Baby, wenn ich du wäre. Ja. Warum jetzt schon wieder ich? Wieso nicht Schmocki? Hä? Weil Schmocki nicht mehr mitspielt vielleicht. Ja, und? Das. Oh, hier ist der Gegner von mir. Hilf mir erstmal, bevor ich das, wenn ich du wäre, mache. Du musst es mir schon sagen, ne? Kenne ich halt allein, mega. Ich habe nicht getroffen. Oh Gott. Bis dahin. Down. Okay. So, wie wär's deine beste. Ach Junge, Ding? Komm, nee, mein Jagdgewehr. Wirklich, mein Jagdgewehr ist mein alles. Ja, ich hab nämlich keins. Da oben liegt noch eins, Tobi, das muss nicht sein. Das sei jetzt nicht so wo, ehrenlos. Wo liegt eins? Da hinten. Da, wo hinten? Wir den einen. Wir müssen nicht. Wenn ich du wäre, würde ich es mir holen. Wir müssen in die Zone. Wenn ich du wäre, würde ich es mir holen. Boah, Junge, du bist so ein. Kannst du nicht einfach meins nehmen? Ja, geht auch. Du kleines Schatter, Alter, Junge. Da vorne ist er. Wenn ich du wäre, Tobi, würde ich mir den nur vorbereiten. Der ist unter uns. Oh, da sind 5 Leute gegen den Dazi. Tobi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt für den Rest der Runde mein Jagdgewehr als Shotgun benutzen. Als Shotgun? Auf Close ja. Range? Mhm. Oh Mann, Schmuck, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn ich du wäre. Oh! Ja, Digga, ich habe einen Schuss drin, dann bin ich tot. Ich bin down. Ja, ich kann meinen Shotgun nicht benutzen. Ja, ich konnte halt nicht machen. Schmocki, das ist so dumm. Es ist so dumm. Digga, wir sind Zweiter geworden deshalb. Ja. Dig ins Knie, Schmocki, du Mitgeburt, Alter. Wichser, Junge. Okay, wir hängen noch eine Runde hinten dran nach dem Deutschlandspiel. Du kannst dich am Arsch, Junge. Fangen wir direkt an mit der zweiten Runde. Ich möchte ganz kurz, da wir jetzt zu dritt sind, eine kleine Regel festlegen. Tobi, wenn ich du wäre, würde ich keine einzige, wenn ich du wäre, an mir auslassen, sondern alles schön auf Schmocki münzen. Nein, nein, Digga, das ist Game Changer. Nein. Doch, das ist Game Changer. Weil wir zu dritt sind. Okay. Okay, wenn ich du wäre, ja? Würde ich alle, wenn ich du wäre, auf dich. Nee, nicht auf dich. Auf Schmocki halt. Okay. Baby, jetzt können wir zwei einfach. Nur Schmocki kann das machen. Schmocki, du bist dran. Bei mir sind Gegner übrigens ganz viele eigentlich. Oh, einer ist down, aber hat mir natürlich wieder gegeben. Gegeben, er hat so ein bisschen Leben verloren, Alter. Ich bin tot. Kenn ich dich? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt auch nicht sterben. Ja, ich bin tot. Kein Bock mehr, Alter. Komm mit, Schmocki, vorne ist noch ein Gegner. Baby, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt. Nein, du. Verdammt! Baby, gib mir einfach deine beste Shotgun. Ich hab nur eine. Ja, also ist die eine die beste. Das ist, wenn ich du wäre. Dann finde ich mich. Niemand wird gefinished. Doch, ihr. Ja. Okay, es gibt gerade einen krassen Freistoß auf das Tor von Mexiko, auf das Tor von Deutschland. Tobi, wenn ich du wäre und Mexiko diesen Ball jetzt reinmacht, ja Tobi? Oh Gott, ja. Würde ich nur noch mit der linken Hand spielen. Junge, noch himmelweit oben drüber, Alter. Ja, ist egal. Gut, danke dafür, Mexiko. Wie kannst du dich daran erinnern, was ich letztens mit dir gemacht habe? Kannst du nicht. Mal aussteigen. Das mache ich bei Schmocki. Was denn? Oh nee, bitte, Digga, nein. Mockile. Kannst du dich noch erinnern, als du das mit der Shotgun bei mir gesagt hast? Als du das mit der Shotgun bei mir gesagt hast. Oh ja, Baby. Schmocki, wenn ich du wäre, würde ich nach mal aussteigen, sofort den Fallschirm aufmachen. Nein, bitte, Digga, komm, das kannst du nicht antun, Digga, jetzt ohne Witz, Alter. Oh, Digga, du bist so ein nerviger Bastard. Tobi, wir gehen schön zusammen nach. Wir gehen Retail Row. Schmocki, kannst du jetzt schon mal, ne? Brauchst du eben ein bisschen. Gehen wir zur Hundehütte, ne, Tobi? Jojo, machen wir. Digga. Oh mein Gott! So, ich glaube, ich bin dran, wa? Tobi, wenn du wärst, meine Kiste. Nee, Schmocki ist dran. Schmocki ist dran. Baby, ja, also, du bist Tobi, so ein Tobi, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt einen Finger in den Arsch stecken. Habe ich eh schon mal, warte. Gut. Okay. Ja. Okay. Baby, du bist so ehren. Ey, ich habe keinen Bock mehr, geh gleich auf. Ja, wo kommst, kannst du jetzt mal runterkommen? Wir haben ja gerade alleine in den Kampf bestritten. Ja. Retail. Du hast gar nicht geholfen, Alter. Ja, guck mal, was für ein Anti-Mate der ist. Solche Victor. Ne? Tobi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt zu mir kommen. Ja. Und mir erstmal ein schönes Starter-Equip-Set geben. Okay, damit hier. Ich hier mich überhaupt verteidigen kann. Digga, du hast mir gerade einen Revolver gedroppt. Geht von einem Startset. Ja, ist ein Startset. Ja, Startset ist meiner Meinung nach aber eine Shotgun. Ich hab keine Shotgun. Ich Tobi, wenn ich. Revi, Startset ist eine Shotgun. Das kann ich nicht sagen, aber Tobi, wenn ich du wäre, gib mir deine Shotgun. Ich nehme die Schmocki leider. Gib mir deine Shotgun! Komm, Schmocki, hier dein Startset, hier noch ein bisschen Mess. Ey, okay, Tobi, Strafpunkt für dich, Strafpunkt für dich. Ey, was denn? Ich muss Schmocki das Startset geben. Nein, Digga. Ja. Du bist so ein Tobi, Alter! Du ein dummer Hund bist du! Wenn ich du wäre, Tobi, würde ich jetzt 10 Minuten hier stehen bleiben in Retail Row. Okay, dann mach ich mir so lange was zu essen. 10 Minuten? Wir könnten jetzt wieder alleine spielen, ne? Baby, das ist jetzt schon klar. 10 Minuten, Digga, nimm das zurück. Nein! Und gib mir deine Waffen! Nee, das war nicht ein Teil des Ding. Baby, wenn ich du wäre, würde ich jetzt straight hierher laufen und mich in Ruhe lassen. Wohin? Da, wo ich markiert habe. Ciao. Ey, Junge, du kleiner, dreckiger Hundesohn, Alter. Ja, ich bleib jetzt 10 Minuten. Haben einen Timer gestellt, Leute. Ich bin dran, Tobi, wenn ich du wäre, dann würde ich weiter mitspielen, komm. Ey, nee! Ey! Okay, wenn ich du wäre, Schmocki, würde ich da jetzt 10 Minuten bleiben. Ja. Digga, ja. Ich bin gerade 20 Minuten in der Luft geblieben. Revi darf's nicht zweimal sagen. Okay, ja. Dann 5.
Okay. Ach, jetzt hat so gesagt, 9 Minuten 30. Tobi, du bist dran. Nee, ich bin jetzt hier, ich mach jetzt gar nichts mehr. Ich hab dich doch schon befreit. Mich? Ja. Hä, wie? Ich hab dich mit meinem, wenn ich du wäre, befreit. Alter, voll nett. Ja, so süß. Warte, was hast du? Was hast du jetzt, Schmocki? Ja, ich muss 5 Minuten da stehen, Alter. Ja, Schmocki, wenn ich du wäre, würde ich jetzt wieder gehen. Das hat er schon gemacht, das gilt ja, nicht. Ja, das hab ich schon gesagt. Wenn ich du wäre, Schmocki, dann würde ich nur noch 1 Minute da stehen bleiben. Hey, okay. Jungs. Digga, Revi, du weißt, dass wir das Spiel wieder verlieren wegen so einer Scheiße. Alter, helf mich noch einmal nach, ich komm nach Köln und kleine Missgeburt, Digga. Warte, hier sind Gegner. Hab ihn knockt. Wo sind die? Die steppen hier über mir, oder? Ich werd gefinisht, ich werd gefinisht! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, ja, komm, ich rette dir immer die Eier und dann machst du immer so Challenges auf mich. So, Tobi, du bist dran. Ja, Evi, wenn ich du wäre, würde ich mich für eine Minute in diese Kapsel stellen, die ich jetzt hier baue. Hier ist natürlich ein Jumper drin, damit das Geräusch richtig abfuck ist. Eine Minute und erzählen, was du so damals gemacht hast in der Schule. Ganz böse Sachen so. Zeit läuft ja schon eine Minute ungefähr. Also Leute, ich war damals in der Schule tatsächlich nettes Kind. Ich habe damals immer die Klassenkameraden tatsächlich genervt und war der Klassenclown, der sogenannte. Es war für mich nicht ganz so einfach, Anschluss zu finden in der Schule, weil ich immer sehr laut und aufbrausend war. Später hatte ich trotzdem eine ganz tolle Gruppe an Freunden und habe extrem schlechte Noten geschrieben. Mittlerweile habe ich dann noch festgestellt, dass die meisten Lehrer mich wirklich hassen und es war einfach eine absolut beschissene Zeit in der Schule und ich würde gerne jetzt aus diesem Ding hier rauskommt, verdammt nochmal. Bin ich fertig oder was? Bevor ich einen Schuss mache, immer erst dran. Ich habe ihn jetzt gemutet. Revi ist dran. Ja, muss mir sagen, was er sagt. Du sagst Tobi bitte, dass er sämtliche Gegner für uns noch vorbereiten soll, ja? Tobi, du musst jeden Kill vorbereiten, Revi. Das war seine Aufgabe. Er soll nicht von meiner Seite weichen, by the way. Er soll nicht von deiner Seite weichen. Ja, war ein bisschen. Rocky bei mir. Einer lockt. Letzte bei mir. Komm. Hast du. Yes! Sehr schön. So. 8 Kills, wie scheiße bist du eigentlich? Ja, wie soll ich Kills machen, wenn ich 10 Minuten in der Luft bleiben muss? Tobi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt meinen Kanal nicht verlinken. Oh, ich habe deinen Kanal nicht verlinkt. Leute, geiles Game auf jeden Fall. Hat eine Menge Spaß gemacht. Tobi ist die größte Missgestalt von allen, Alter. Ich denke mal, wir werden keinen, wenn ich du mehr bringen, weil ich ihn sonst wirklich anfange, im Real Life zu hassen. Lasst doch mal den Daumen nach oben da. Schaut bei Schmocki vorbei. Das Kärchen ist, glaube ich, nicht verlinkt. Auf Wiedersehen. Ciao.